Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Gravel Tour auf diesem Kanal. Im Hintergrund seht ihr die Elbe und ich befinde mich am Anfang einer Tour, die ich mir schon lange vorgenommen habe. Und zwar befinde ich mich in der sächsischen Schweiz. Landschaftlich scheinbar super schön. Ich war persönlich noch nicht hier. Ich habe aber mein Gravelbike dabei, ich habe Schlafsack dabei und wir werden eine schöne Tour fahren, inklusive Übernachtung hier draußen im Wald. Und ich bin sehr gespannt, ob mein Setup, was mal wieder auf Leichtgewicht ausgelegt ist, ausreicht. Denn ich habe heute Morgen auf dem Auto gesehen, es hat heute Nacht gefroren. Gucken, ob ich heute Nacht auffriere. Also, wir starten auf die Tour. Ich nehme euch mit. Cool, dass ihr dabei seid. Also, let's go. Ab in den Wald. Der Anstieg ist auf jeden Fall knackig. Hinter mir sehen wir schon diese Sandsteinfelsen, die die sächsische Schweiz so ausmachen. Warum ich auch hier bin, die haben mich sehr fasziniert auf den Bildern, die ich im Internet gefunden habe. Übrigens sind wir auf dieser Tour nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern fahren auch rüber nach Tschechien und ja, dann wieder zurück nach Deutschland. Ah, sehr cool. Es ist schon so richtig geil herbstlich. Wir haben jetzt Mitte Oktober. Und diese klare Luft, dieses, ja, noch kurz vorm Winter stehend, holt mich schon sehr ab. Langsam verfärben sich die Bäume. Finde ich, das ist immer eine ganz tolle Stimmung im Wald. Geil. Check das aus. Einfach mega schön. Crazy, wie diese Felsen formatiert sind. Was mir bisher bei der Route sehr gut gefällt, ist, dass ich größtenteils nur Schotterwege und Waldwege fahre. Ich hätte hier bei der Tour gar nicht so Bock auf Autos, Landstraße, Asphalt und so. Hier kann ich jetzt einfach mal in der Natur sein, die Ruhe genießen und das ist auf jeden Fall viel wert und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme hier gerade an dieser saftig grünen Wiese vorbei, so leichter Tau auf dem Gras, die Sonne scheint, man sieht da die Sandsteinfelsen, macht mich gerade mega glücklich, so wunderschön. Genau wegen solchen Momenten lohnt sich so eine Tour wie hier das. Einfach geil. Mega. Alter, wo bin ich denn jetzt? Sieht aus wie ein Märchenwald. Ich bin am Bach vorbeigekommen, was super ist, weil ich habe hier die Möglichkeit, meinen Wasservorrat aufzufüllen. Was habe ich dabei? Ich habe eine normale Fahrradflasche dabei, die ich natürlich schon vor der Tour aufgefüllt habe und dann hier einen Wasserfilter. Kennt ihr sicherlich von meinen Outdoor-Touren, habe ich sonst die größere Variante bei den Touren ohne Bike dabei. Hier die kleinere Variante reicht aber völlig aus, um das hier dann mit zwei Durchgängen oder eineinhalb aufzufüllen. Und Riesenvorteil, die kleinere Variante passt eben hier in normalen Flaschenhalter am Fahrrad. Und ja, jetzt füllen wir erstmal wieder Wasser auf. Wie auch bei den normalen Outdoor-Touren macht sowas natürlich super autark, weil jetzt hier auf der Route weiß ich gar nicht, ob ich an irgendwelchen Tankstellen, Supermärkten oder sonst irgendwo vorbeikomme, wo ich Wasser, Essen und so weiter kaufen könnte. Und ja, hiermit bin ich sehr unabhängig. Später auf der Route, bevor ich das Nachtlager aufschlage, zeige ich euch auch mal mein ganzes Setup, was ich so dabei habe, zum Nachmachen für euch. Ansonsten teste ich gerade noch ein Bike-Navi auf jeder Tour. Da hatte ich in der Vergangenheit ziemlich Probleme mit. Habe mich geärgert, dass ich mir das gekauft hatte, wollte es schon wieder verkaufen. Und jetzt hier für die Route hat es endlich mal funktioniert. Ich gebe euch dazu nachher mehr Infos. Ich beam mich aber gerade noch mal schnell nach Hause und präsentiere euch den Partner dieses Videos. Wenn ihr Bock auf einen Filmabend habt und dabei
aber auf echtes Kino-Feeling nicht verzichten wollt, dann solltet ihr euch mal den Beamer The Freestyle von Samsung in der zweiten Generation anschauen. Der ist aufgrund seiner Größe nicht nur für Indoor geeignet, sondern auch Outdoor. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Grillabend im Garten macht, mit dem Bike, im Van unterwegs seid oder auf dem Campingplatz, ich stelle euch jetzt die wichtigsten Features einmal vor. Aufgrund des Allround-Designs des Beamers seid ihr sehr flexibel, was die Projektionsfläche betrifft. Egal, ob ihr jetzt ein Bettlaken im Garten verwendet, eure weiße Wand im Büro, das Auto-Setup sorgt dafür, dass das Bild und der Winkel automatisch angepasst wird. Aufgrund des kraftvollen 360-Grad-Klangs aus dem 5-Watt-Lautsprecher müsst ihr auch beim Sound keine Abstriche machen. Durch das Samsung Smart Hub und Gaming Hub habt ihr Zugriff auf eure liebsten Smart-TV-Apps. Bluetooth-Controller lässt sich problemlos verbinden und so habt ihr auch beim Zocken Spaß. Selbstverständlich könnt ihr auch Inhalte von euren Smartphones, egal ob Android oder iPhone, auf den Beamer übertragen. Die Stromversorgung läuft entweder über eine herkömmliche Steckdose oder unterwegs über eine Powerstation. Ansonsten ist bald aber auch optional direkt von Samsung diese Akkubase erhältlich. Aufgrund der Größe sehr praktisch und bietet bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit. Damit im Freestyle Beamer unterwegs nichts passiert, gibt es dieses praktische Case. Außerdem gibt es noch einen 10% Rabattcode, den ihr gerade eingeblendet seht. Weitere Infos zum Rabatt findet ihr außerdem in der Videobeschreibung. Somit passieren wir die tschechische Grenze. Nice. Ich schätze mal, dass dann hier der Bach, der kleine Fluss, die Grenze ist. Über die Brücke bin ich gerade gefahren. Und da hinten ist ein Schild, dass man in Deutschland ist. Ja. Das ist kein Salzleckstein, sondern ich glaube der Grenzstein. Das ist ein dunkler Eingang. Hoffentlich gibt es da mehr zu entdecken. Sandstein, so einen kleinen Raum reingeschlagen. Auch perfekt zum Pennen. Wir haben noch zu früh heute am Tag, aber mal schauen, wo wir heute Nacht nächtigen. Sowas wäre echt perfekt. Richtig geil. Eine Sache, die hier schon auf der gesamten Tour allgegenwärtig ist, sind diese ganzen toten Fichten. Ich weiß nicht, ob Borkenkäfer dran war, ob die einfach zu trocken waren, aber super auffällig, dass hier der ganze Wald größtenteils platt ist, krank ist, gefällt wurde. Kein schöner Anblick, wenn man nochmal so 10 Jahre weiter denkt. Bumm, schlagartig bin ich wieder in der Zivilisation, irgendwo hier in Tschechien. Hier gibt es auf jeden Fall Restaurants, Pensionen und so weiter. Falls ihr hier die Tour auch macht, wisst ihr, dass hier Unterkünfte auf dieser Route kommen. Für mich geht es jetzt weiter, aber ich wollte euch diese Info nicht vorenthalten. So, jetzt geht's bergauf. Ich sehe es schon. Ich hatte ja gesagt, ich habe keinen Bock auf Asphalt, aber hier die Straße in Tschechien ist irgendwie geil. Da hinten kommt jetzt mal ein Quad, aber ansonsten kaum Autos und so und irgendwie geil zu fahren. So krass ist alles, sieht hier so mega verlassen aus. Alles so zu, ich sehe keine Menschen. Strange, ist ja in jedem Dorf so gewesen. Ich bin mittlerweile von der Landstraße wieder runter und scheinbar jetzt wieder im größeren Waldgebiet. Wir haben jetzt 17 Uhr, in ungefähr einer Stunde und 15 Minuten wird es dunkel. Was ich auf solchen Touren sehr mag, ist, dass ich noch absolut keine Ahnung habe, wo ich penne. Das heißt, ich fahre hier einfach und irgendwann wird irgendeine Stelle kommen, wo ich sage, okay,
Da hat es mich jetzt hingetrieben. Dort werde ich das Lager aufschlagen und pennen. Ja, das ist immer so. Ich liebe dieses Ungewisse. Ich habe nur diesen Start- und Zielpunkt und alles, was dazwischen passiert, sehen wir dann. Auf all diesen Touren bin ich nie so, dass ich groß was plane oder irgendwas, sondern ich habe eine Route, eine Gegend, die mir gefällt und dann mache ich einfach und gucke, was so kommt. Und erfahrungsgemäß sorgt das immer für sehr geile Erfahrungen und Einblicke, die man sonst so nicht hätte, wenn man es hier so durchgeplant hätte. Also wüsste ich jetzt, okay, ich muss noch 20 Kilometer fahren, dann komme ich zu irgendeinem Hotel oder zu was weiß ich was. Es würde so diesen Abenteuergedanken killen. Aber das ist nur meine Perspektive. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr solche Touren handhabt, ob es euch wichtiger ist, das Ganze zu planen und euch nicht so zu überraschen zu lassen. Und was das für Vorteile für euch hat, ob es einfach nur dieses Sicherheitsgefühl ist oder weil ihr sagt, hey, so kann ich viel mehr erleben, weil vielleicht verpasse ich irgendwas, weil ich nicht weiß, wo ich bin und was um mich rum ist. Ja, teilt da gerne eure Herangehensweise. Ja, hier geht es jetzt bergab. Let's go. Guck mal, wo wir sind. In Sachsen wieder. Da ist schon wieder Rehe. Zwei Stück. Hi. Wie ihr seht, ist mittlerweile dunkel. Ich habe jetzt vorbildlich, wie ich bin, meine neue Fahrradlampe an den Lenker montiert und werde jetzt hier weiter voranfahren, dass ich noch ein paar Kilometer schaffe. Und ihr seid up to date, dass es jetzt dunkel ist. Geht jetzt in die Nacht rein. Okay, jetzt sind wir dann auf eine Ortschaft gestoßen. Bin völlig unerwartet jetzt hier noch auf den Supermarkt gestoßen, was recht geil ist, weil Essen, Nüsse, Riegel, irgendwelche Bällchen, Waffeln, Datteln mit Mandeln drin, Ingwer-Shot. Und hier kam auch wieder das Minischloss zum Einsatz, was ihr vielleicht noch aus Dänemark kennt. Ich esse jetzt erstmal. Diese dänischen Waffeln sind gerade ein Gedicht. Ein Gedicht sind die. Ich habe heute auf der gesamten Tour noch nichts gegessen. Diese Befriedigung auf solchen Touren, wenn man dann wieder was isst, egal ob Outdoor oder Fahrrad oder was auch immer, Beste einfach. Beste. So, gesättigt geht's weiter. Irgendwie saugeil hier so alleine durch die Dunkelheit zu fahren. Ich genieße sowas immer richtig. Jo Leute, es gibt kleine Planänderungen. Ich bin jetzt die Tour ohne groß Film durchgeballert. Bin jetzt wieder am Startpunkt angekommen. Und ja, ich habe einen Anruf von meiner Frau bekommen, dass meinem Hund nicht gut geht. Und da ich 8 Stunden von hier fahre und ja, morgen es von einem Arzt in eine Klinik geht, werde ich jetzt schon mal einen Teil fahren, damit ich morgen pünktlich bin. Es tut mir mega leid. Ja, tut mir leid für euch, für das Video, aber Hund geht absolut vor. Und ja, ich schau mal, weil ich heute sicherlich noch irgendwo zwischenhalten muss, dass ich euch dann wenigstens noch den Loadout zeige von hier der Tour. Also bis später, ich hau mich jetzt ins Auto, fahre auf die Autobahn und guck, wie weit ich komme. Und dann in irgendeiner Unterkunft sehen wir uns dann wieder. So, ich habe jetzt knapp 200 Kilometer von den insgesamt ca. 600 Kilometern hinter mich gebracht. Bin jetzt hier im Hotel neben der Autobahn eingecheckt. Mittlerweile mitten in der Nacht. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall noch das Loadout der Tour. Fangen wir an.
Ich habe hier immer so ein Hipbag dabei. Da habe ich meine große Kamera drin. Ersatzakkus, so ein Kram. Also eigentlich nur, wenn man ein Video macht, interessant. Könnte man natürlich ansonsten noch Riegel und so weiter reinpacken. Dann hier Lenkertasche und hinten am Sattel. Und da zeige ich euch jetzt mal jeweils, was dort drin ist. Lenkertasche ist natürlich hier das Ganze wasserabweisend. Das heißt, wenn es regnet, wird das Ganze nicht nass. Hier ist einmal mein Schlafsack-Inlay. Habe ich euch zum ersten Mal auf der Dänemark-Tour gezeigt. Einfach, ich glaube, nochmal um so 8 Grad zusätzlich rauszuholen. Und dann der super kompakte Schlafsack. Habe ich euch auch auf der Dänemark-Tour schon vorgestellt. Ist ein Down-Schlafsack in Kombination hiermit und noch Thermounterwäsche. Heute Nacht wären es so ungefähr 4 Grad geworden. Wäre das, denke ich, passend gewesen. Weiter machen wir hier mit dem Backloader. Habe hier meine aufblasbare Isomatte draufgepackt. Hier noch ein Licht für die Nachtfahrt. Hier drin habe ich meinen Biwaksack, den ich immer bei allem dabei habe, von Carinthia. Und in den Biwaksack würde ich dann natürlich mit dem Schlafsack rein. Dann bleibt noch diese kleine Tasche über. Und da ist drin mein kleines Reisekissen in Multicamp Black. Und ansonsten ist hier noch lange Thermounterwäsche drin, ein Handtuch und hier Zahnputztabletten, Zahnbürste, Desinfektionsmittel, Zahnseide. Solche Sachen, das packe ich eigentlich nie aus, sondern ist immer so auf den Touren mit dabei. Ansonsten habe ich noch meine Kopflampe dabei, die ich auch sonst auf Touren dabei habe. Die mag ich sehr gerne, weil die eben rotes Licht hat und grünes und blaues, auch theoretisch weißes, aber nachts, gerade wenn man irgendwie Nachtlager aufschlägt, dieses rote Licht ist so angenehm für die Augen. Als abschließenden Tipp, auch das kennt der ein oder andere vielleicht schon von der Dänemark-Tour, ist dieses Minischloss. Ist eigentlich nur, um so Gelegenheitsdiebe quasi fernzuhalten. Geknackt ist das sicherlich super schnell. Aber praktisch, immer wenn ich irgendwie in der Tankstelle, Supermarkt, wo auch immer, das Bike mal kurz abstellen muss, da schließe ich das mit dem Ding ab. Wiegt fast nichts, passt überall rein, ist immer auf solchen Gravel-Touren mit dabei. Früher bin ich immer mit Handy-Navi gefahren, also mit Google Maps oder Komoot oder Strava auf dem Handy. Problem war immer, Akku zieht leer, relativ schnell. Und deshalb hatte ich mich dazu entschieden, mir dieses Teil zu kaufen, in dem Fall Garmin Edge 530. Ich war am Anfang super unzufrieden damit, weil es wollte sich einfach nicht mit meinem Komoot verbinden. Es war ein riesen Hackmack, aber ich habe kurz vor der Tour endlich geschafft, mein Komoot damit zu verbinden. Jetzt hier auf der Tour hat es aber einwandfrei funktioniert. Ich habe mir vorher die Route runtergeladen und konnte so wunderbar navigieren, ohne mein Handy leer zu saugen. Von daher bin ich jetzt damit sehr zufrieden gewesen auf der Tour. Falls ihr aber Tipps habt, was ihr nutzt, was vielleicht nicht so fummelig ist und wo ihr gute Erfahrungen in Sachen Akkulaufzeit und so weiter gemacht habt, schreibt es gerne in die Kommentare, supportet euch gegenseitig und gebt euch gegenseitig Tipps. Ihr findet auf jeden Fall mein gesamtes Loadout von dem, was ich immer alles irgendwo benutze. Ich ergänze das ständig in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meiner Website und dort findet ihr zu allen Bereichen, ob Outdoor, Bike, Kampfsport, was auch immer, meine gesamte Ausrüstung. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so helfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Tour. Die Tour habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr einfach nachfahren. Es war definitiv nicht die letzte Gravel-Tour. Ich habe einiges geplant, habe Bock drauf. Und aber nochmal sorry, dass jetzt hier das Video so ein abruptes Ende hat, aber Hund geht einfach immer vor. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, bis dann. Tschö, tschö. Wenn ich würde vorschlagen, ich kann ja mal vorfahren, weil du kennst den Trail ja gar nicht. Das war ein technisches Stück. Das hast du gut gemeistert.